Okay. Also die Kante hier. So, die muss einfach schön rund sein. Das ist wichtig. Dann hakt das Fahrzeug auch nicht. So, der Reifen, der ist gut. Jetzt. Moment. So. Noch was. Wenn ihr neue Reifen habt, gibt es immer die Kleber. Normalerweise, ob das jetzt ein Pink, Purple, Magenta und so weiter Reifen ist, erkläre ich auch noch später. Ich mache es einfach. Auf der Innenseite der Felge, okay, schreibe ich die Shore-Härte hin. Shore definiert die Härte des Moosgummis. Es gibt spezielle Messgeräte, wo man reindrücken kann und das misst dann eigentlich, wie viel Shore hat der Reifen, wie weich ist er. Das hier ist jetzt ein GFP 32 Shore. Ich mache das jetzt mal so. Okay, ich schreibe das an mit, hoffentlich sieht man es hier, mit 32. Und, was auch nicht schlecht ist, ich mache einfach eine Kennzeichnung hier, zum Beispiel Reifen Nummer 10 oder egal was. Warum das? Die Reifen, wenn ihr jetzt fahrt, ein Jahr lang oder so, oder zwei Jahre, brauche ich die Reifen nicht. Ihr tut die in die Schachtel zurück. Okay. Ihr lagert die. Kein Problem. Was aber schlecht ist, meistens nicht geht, ist, einen alten Reifen und einen neuen Reifen links und rechts zu fahren. Warum? Dieses Moosgummi hat ein Weichmittel drin eigentlich. Das dunstet aus mit der Zeit. Und die Shore-Härte verändert sich. Das heißt, umso älter der Reifen ist, umso mehr weicht er eigentlich ab. Wenn du jetzt einen neuen nimmst, ganz neu, und einen reparierten alten, okay, meistens passt das nicht. Darum mache ich so, damit ich es noch kennen kann später, ist die Shore-Härte, weiß ich welche Härte, und natürlich die Nummer. Somit sehe ich zweimal der gleiche Reifen, nehme jetzt hier auch noch schnell weg. Okay, schreibt den an mit 32 Shore und das war glaube ich die 10. Nehme ich die 10. So, somit weiß ich, ganz egal wann, die Reifen, die gehören eigentlich zusammen. Ungefähr gleich alt und gleich hart. So, nochmals den Reifen. Ich habe gesagt, die habe ich ja geklebt. Das habt ihr mitgekriegt. Beim anderen Video. Und zwar ist es so, ich habe ja eigentlich, wo ist mein Schreiberling? So, ich habe hier die Flanke geklebt, eben damit die Reifen nicht ausreißen so schnell. Ich möchte jetzt da aber die Kante nochmal nachziehen. Das heißt, ich werde den Reifen nicht schleifen. Ich werde nur die Kante ein bisschen ziehen, damit das hier gleichmäßig ist. Aber wieder gucken, dass es sauber ist hier. Hä? Wichtig, zieh den auf. So, und jetzt einfach ein kleiner Tipp. Das Sekundenleib, wo ihr drauf habt, wenn ihr schleift, fängt an zu verdunsten. Das Sekundenleim, der Dampf, der steigt hoch. Der ist sehr aggressiv, das merkt ihr in den Augen, das fängt sofort an zu brennen. Bleibt mit den Augen nicht genau über dem Teil hier, bleibt ein bisschen zurück, vielleicht ein bisschen auf die Seite und nehmt nur schnell die Kante. Also nicht, dass ihr zu nahe seid und dass die ganzen Dämpfe euch in die Augen kommen. So, ich gehe hin. Wichtig hier, ich ziehe nur schnell mal ab, also ich gehe, das hört man so. So, ich habe den ganz leicht abgezupft. So, was jetzt einfach, wo es zu viel war, hier hat es ein bisschen weggezogen, damit ich überall ungefähr diese 2 mm Flanke habe. Okay, somit wäre das eigentlich ein super vorbereiteter Reifen. So, mache hier mal schon ein bisschen Platz. Ich suche den gleichen Reifen nochmals, wo ich es hier hatte.
einfach, seht ihr jetzt, ist jetzt nicht der gleiche, aber ich zeige es euch einfach, der hat einen viel größeren Durchmesser. Okay, ist egal, ich hobel den jetzt mal runter für euch. Montiere den drauf. Ich habe es nicht verstellt und jetzt gehe ich mal, nehme mal richtig viel Staub weg, okay? Und jetzt mache ich hier die Mütze rauf, weil es ist zu viel. So. Dieser Motor kann ich ziemlich viel anhängen, das ist eigentlich kein Problem. So, gehe ich wieder hin, halt die Pfeile richtig, vorsichtig ran, gut halten, so reindrehen. Perfekt. So, das wäre der zweite Reifen gewesen. Ich zeige es euch schnell. Schnell ein bisschen sauber machen. Okay, zwei Reifen geschliffen, die sind absolut die gleiche Größe jetzt, die kann ich wieder verwenden für einen Lauf, tipptopp. Noch schnell was, ich habe vorher die Reifen geklebt hier, könnt ihr euch erinnern, mit diesem Sekundenleim, die ist schön hart jetzt. Das ist eine neue Reife, geht es dahin, wieder wichtig, ich habe geschliffen, hier hat es Dreck drauf, macht das schnell weg auf dieser Aufnahme, das ist wichtig. Macht es weg, die Reifen drauf. Noch etwas. Ich habe hier ein bisschen einen speziellen Reifen. Den habe ich machen lassen, zum ein bisschen testen. Speziell für Anfänger echt gut, vom Jürgen Plan. Das ist eine Corallifelge. Hier aufgezogen haben wir eigentlich einen 30-Shore-Reifen. Das ist sehr weich, bis hierhin. Und hier draußen, okay, das letzte Stück. Sieht man da vielleicht auch ein bisschen, ne? Habe ich einen 45er Shore Reifen drauf. Das heißt, die Flanke hier, die ist viel stabiler, viel härter, wie der Rest vom Reifen. Nur 5 mm. Ich habe das gemacht für die Halle, wenn man harte Banden hat, etc., Abgrenzungen. Es ist ein bisschen enger, man stößt sich schneller mal an. Ist das halt schon viel wert. Das heißt, hier eine Flanke ausreißen, dann müsst ihr sehr blöd tun. Ist eine gute Sache, kann man so bei Jürgen bestellen, Jürgen Plan, findet ihr sicher auf Mosimasters, das ist so eine Adresse. Ich kann das sehr empfehlen, vor allem für Anfänger so ist das eine gute Sache. Was zu beachten ist, wenn ihr diesen Reifen schleift, ist es natürlich so, der weiche Teil vom Reifen, der bläht sich durch die Drehzahl mehr auf, okay? Also der Reifen geht ein bisschen auf so und wird einfach größer Durchmesser und der harte Teil nicht. Das trügt manchmal. Das heißt, ich mache die Felge drauf, ich lasse es laufen, ich setze hier an, geht gar nichts, weil das hat einen normalen Durchmesser, Entschuldigung, geht gar nichts. Und dann nehme ich einfach mal viel ab hier, denke ich, jetzt ist alles plan, super. Wenn ich wieder anhalte, ich die Rotationskraft zurück und dann ist es halt einfach so, dass der Reifen hier ein bisschen höher ist, wie hier, okay, also eigentlich habe ich dann so, was ist ganz übertrieben, so eine Delle, so, okay, das heißt, hier zwei, dreimal drüber schleifen am Anfang und dann durchziehen und dann soll es ungefähr stimmen, weil härter, bei einem härteren Moosgummi ist es so natürlich, du nimmst auch weniger ab, pro einmal, wo du mit Schlitten hin und her fährst, das ist einfach so. Ja, einfach so als Tipp, ne? Also allgemein Reifen, wo unterschiedliche Shore-Härten haben auf dem Reifen, müsst ihr ein bisschen achten. Gut.